Ich habe Mathematik studiert in Aachen, damals noch auf Diplom, das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Ich leite jetzt seit anderthalb Jahren das Team, das sich mit unserem Solvency 2 Pillar 3 Reporting hier für Homeoffice und Branches beschäftigt. Seit sehr vielen Jahren berechnen wir den MCV, die zukünftigen Profits. Das war aber eine eher freiwillige und lange nicht so detaillierte Anforderung. Und jetzt kommt europagetrieben die Aufsicht und guckt ganz genau hin und verlangt sehr genaue Projektionen und vor allen Dingen auch in viel strikteren Zeiträumen. Früher den MCV haben wir zweimal im Jahr berechnet, einmal Ende des Jahres und einmal Mitte des Jahres als Forecast. Jetzt müssen wir jedes Quartal einen Report abgeben und einen erweiterten Report. Das können wir gar nicht schaffen. Und was wir dann angefangen haben, ist alles, was irgendwie geht, zu automatisieren. Auf was für Lösungen wir da zwischendurch gekommen sind, wie wir dann doch noch das approximieren können und hier nochmal schnell das einschieben können. Also das war von allen Kollegen, ist da ein unheimlich hohes Maß an Flexibilität und Innovation reingeflossen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was meine Meinung ist, was die Hannover Rück auch auszeichnet, ist, dass die Führungskräfte auch ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Mitarbeiter haben. Darauf bauen, dass wir unseren Job schon gut machen und dadurch, dass man dann diese Eigenverantwortung hat, macht man ihn natürlich auch gut. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen Selbstläufer und gerade Eigenverantwortung wird wirklich gefördert. Auch wenn man direkt neu anfängt, von der Uni kommt, kann man hier sehr, sehr schnell einen eigenen Aufgabenbereich mit eigenen Verantwortlichkeiten haben und sich da austoben im Sinne von auch wirklich gute neue Ideen reinbringen und sich da ja, ausleben. Ich glaube, einfach sein, wie man ist, hilft da am meisten. Wir legen unheimlich viel Wert darauf, dass die Leute auch zu uns passen. Wir machen ja bei der Hannover Rück nicht nur das Bewerbungsgespräch. Wenn wir denken, dass das ganz gut gelaufen ist, laden wir dann noch mal ein zu einem Schnuppertag. Das heißt, und da wird das ganze Team kennengelernt. Wir hatten erst gestern einen Schnuppertag und dann saßen wir wirklich mit unserem Referat da, haben den neuen Bewerber kennengelernt und haben ihn dann eine halbe Stunde ausgefragt, was er für ein Typ ist. Er hat uns ausgefragt, was wir für Menschen sind. Und wenn wir das Gefühl haben, das passt persönlich auch richtig gut, ist das zum Teil mehr wert als der perfekte Lebenslauf, den man hat.